Mandeln, Reis, Kokoszucker. Man könnte meinen, man sei in einem unverpackt Lebensmittelgeschäft. Aber nein, wir sind bei Amadea. Vor 12 Jahren hat sie ihre Essgewohnheiten geändert, um ihren Verbrauch von Verpackungen zu reduzieren. Mein Anliegen ist einfach, dass wir der Mutter Erde nicht schaden, sondern nützen. Und also ich glaube, wir sind das einzige Lebewesen, wo einfach Zeug in den Wald schmeißt, wo die Waldbewohner niemals würden. Oder? Ja, und darum schaue ich, dass ich möglichst biologische Sachen konsumiere, möglichst aus der Umgebung. Seit sie ihre Gewohnheiten geändert hat, hat sie vor allem etwas festgestellt. Das bedeutet dann, dass ich viele Sachen daheim selber mache. Also wenn ich jetzt Nüsse kaufe, zum Beispiel Haselnüsse oder Mandeln und die dann gemahlen brauche, dann tut man die halt selber raffeln. Dann gibt es einfach halt viel zu tun mehr daheim. Also viel. Es macht eben auch Spass. Die unverpackte Ware begeistert immer mehr Menschen, wie die Amadea. Der Wladimir Nordmann, Geschäftsführer des Unverpacktladens Shemami, hat seit 2018 einen Anstieg der Kundenzahlen um 35% verzeichnet. Der Erfolg lässt sein Angebot wachsen. Sie finden immer mehr unverpackte Lebensmittel, immer mehr Alternativen zu den Grossverteilern. Vor ein paar Jahren war das noch sehr kompliziert. Es war nur ein Nischenmarkt und hat nur wenig verkauft. Jetzt wird das mehr und mehr demokratischer und die Produkte sind mehr und mehr zugänglich und die Produzenten verkaufen mehr und mehr unverpackt. Das ist für uns interessant. Es erlaubt uns, Produkte zu vervielfältigen. Über seine letzte Entdeckung ist er sehr stolz. Es ist der Tofu da im Glas. Ein Produkt aus Schweizer Soja. Früher konnte man den nur in Verpacktläden kaufen. Das Angebot wächst. Also gerade vorgestern habe ich eben eine riesige Ladung Mandeln. Laut Amadea könnten alle ihre Konsumgewohnheiten ändern. Ja, ich glaube, das ist vielleicht ähnlich wie Zähneputzen. Man macht es einfach, oder? Also, wenn man mal mit etwas angefangen hat, wo man davon überzeugt ist, dann braucht es gar nicht viel mehr Zeit. Also, vielleicht war der Anfang ein Aufwand, oder? Dass man seine Säckchen hat, dass man seine Gläser parat hat. Also, ich mache Ausnahmen. Es gibt Sachen, die kann ich halt nicht anders kaufen. Aber den Beitrag, den ich leisten kann, versuche ich. Wenn immer mehr Schweizerinnen und Schweizer sich entscheiden, unverpackt einzukaufen, wird sich das Angebot ausweiten.